Ja, Peace and Justice gesagt. Herzlich willkommen zum DSDSer Midnight Figure Feature. Heute ist wieder Playmobil-Zeit. Kein Oldschool Playmobil Vintage, sondern wieder so Neo-Zeug. Ne? Ihr seht schon, ich bin voll dabei. Deswegen setze ich jetzt die Krone auch mal ab, ey. Aber ich muss eh Haare schneiden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Egal. Ja, ihr seht schon Playmobil hier, die 70287 Scooby-Doo. Heißt das irgendwie anders noch? Nee, das ist einfach aus der Scooby-Doo-Serie. Ich gucke auch mal direkt hier, aus welchem Jahre das ist. Ich glaube, das müsste relativ aktuell sein. Ich seh hier wieder nichts. 2020. Ja, sehr aktuell. Habe ich aber jetzt erst im Laden gesehen. War aber auch runtergesetzt. Ja, deswegen wahrscheinlich älter. Kostet, glaube ich, sonst in der Regel so um die 16, 17 Euro. Gab es jetzt für 8 Euro, für 7,99. Da habe ich mir gedacht, weil ich habe nämlich so ein schönes Review gesehen auf YouTube dazu, ne? Und ich sammle ja eh so ein paar Geister. Ja, die habe ich jetzt natürlich alle wieder nicht hier. Ne, die habe ich alle schon in eine Kiste gepackt. Die Playmobil-Geister, ne? Frauchen. Ist ja bekannt, dass die auch hier Piratenschiffe sammelt und so. Ja, hier unten steht noch was. Aber das steht alles so verkeilt. Das sieht aus wie ein Hafen hier überall auf der Erde. Hier ist alles voll. Und ja, da kam ich nicht drum rum, musste ich mitnehmen. Ne? Wie gesagt, die Blindbags, die habe ich ja letztens da gecheckt halt auch so. Obwohl, die habe ich auch schon länger gehabt. Aber das Video endlich mal dazu fertig gemacht, die Figuren vorgestellt. Wohl zwei, drei fehlten halt. Und ja, jetzt wollte ich halt mit euch, ne, einfach mal den Scooby-Doo hier zeigen. Also die Kiste. Ne? Ihr seht hier an der Seite, hier ist so eine schöne Seitenlasche. Ich habe mir sagen lassen in einem Video, dass man da das Ding auch wieder schön verschließen kann. Die Kiste, das ist eine geile Idee. Ja, Rückseite, da sehen wir mal eben die beiden Figuren. Den Geist, den Scooby da, dann gibt es da so Kleinigkeiten noch dazu. Da gehen wir aber gleich eh richtig drauf ein. Dann haben wir ja an der Seite noch, ach so, Ghost, Scooby, Shaggy. Ja, und die 70287 Unterseite. Ich würde sagen, wir machen das mal auf. Steht auch drin, Ghost Card und Sticker. Aber geil, das ist der ist Glow in the Dark. Ne, der Geist wieder. Der leuchtet im Dunkeln, das ist schön. Ja, da muss ich jetzt aber noch 12 Stunden warten, bis es dunkel wird. Der ist ja Midnight Figure Feature, deswegen mache ich das ja tagsüber. Warte mal, ich versuche das auch mal, dass das hier vielleicht dran bleibt. Ich möchte ja jetzt auch nicht, das ist ja ähnlich wie bei den Star Wars Sachen. Ich möchte das jetzt nicht hier so. Ja, guck mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Macht man hier. Ah, guck mal. Ja, dann kann man es hinterher wieder schön wahrscheinlich. Ach so, hier ist immer so ein kleiner Kleber dran. Warte mal. Kann man das nicht hier mit der Klinge lösen? Ich probiere das einfach mal. Ja, das hat ja schon mal gar nicht funktioniert. Jetzt reißt da sich doch so eine Schicht hier raus. Ich glaube, das Interessante hier bei mir ist auch immer, dass das Auspacken ist für die meisten Leute interessanter als dann wirklich die Figuren, wie ich mir meinen abbreche. Nein, so geht das jetzt. Ne? Oh mein Gott. So, was haben wir da? Ein Scooby weg. Eine Plastiktüte mit dem ganzen Zeugs drin. Oh, was haben wir denn hier noch so? Wo packe ich denn jetzt die Krone hin? Die Krone. Das ist ja kein Kinderkanal. Ne? Eigentlich wäre jetzt ein Kronenbier fällig, aber nächste Mal. Was haben wir hier? Das ist der UK-Importer. Playmobil UK, bla bla bla. Damit wir auch wissen, wo das herkommt. Haben sie uns das aus England importiert. Dann haben wir hier die Shaggy-Karte. Das ist ja auch so wie bei den Blindbags. Ne? Da hast du ja auch mal so eine Karte bei gehabt. Voll geil. Dann haben wir den Geist. The Phantom. Das ist gar kein Geist, das ist das Phantom. Ich kenne das Phantom nur in Schwarz aus dem Mickey Mouse-Heft. Ne? Und Scooby-Doo haben wir natürlich noch am Start. Auch schön. Plus, ja, ist denn das die Possibility? Da haben wir sogar doppelt. Ne, da ist ja auch immer so eine Akte bei. Was soll das eigentlich sein? So ein Tablet oder so? Ne? Dann kannst du immer Infos über die Gestalten, die Kreaturen, die Geister, Zombies, was auch immer erfahren. Das ist geil. Ach so, und ein Aufkleber für Scooby Snacks. Ach, jetzt ist mir schon wieder was runtergefallen. Das ist auch immer so klein alles, ne? Ja, geil. Scooby Snacks. Und wir haben hier ja noch ein Heft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ja, aus der Nähe ran, packen das aus und bauen das mal leicht zusammen und gucken uns das zusammen an. Ne?
Ah, hier sind schon mal die Blindbags und so. Ja, ich bin gespannt. Wir blättern jetzt einfach mal hier durch, ne? Also, ran an die Scooby Snacks. Scooby-Doo! Ja, hier liegt das ganze Gerümpel, ne? Komm, wir gucken mal eben hier ins Dings rein. Das ist das Heftchen hier. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Ach so, guck mal, hier haben wir ein bisschen Scooby-Doo-Info. Macht euch Standbild, könnt da durchlesen, ne? In 4 Sprachen. Da haben wir den Van. Das ist natürlich schön, dass jetzt die Kamera wieder so das alles reflektiert. So. Aha. Ah, da ist ein Standby für Scooby-Doo. Entweder auf 4 Beinen oder halt so, ne? Ein Halsband hat er da gleich noch mit seiner Hundemarke. Da ist der Geist. Das ist ja mal ein neuer Geist, ne? Das finde ich ja ganz cool halt. Ne? Da packst du die Figur drunter, setzt den Kopf auf, kannst du halt die Arme nicht bewegen. Was haben wir hier denn das noch? Was ist das? Die Hundeleine. Hier noch ein Burger. Da, wie der Burger belegt wird. Die Scooby Snacks und natürlich das Info-Ding und hier Taschenlampe und Shaggy. Okay. Papier ist aber ganz schön. Oh, die sind vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher, weil das Papier fühlt sich so an wie so Recyclingpapier so ein bisschen. Ja, da ist der Wagen. Ja, da haben wir die Blindbags. Ne, wie gesagt, ich meine, mir fehlt 1-2 Figuren. Ja, und das Frauchen hat ja auch noch welche gehabt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, es gibt doch noch mehr. Ja, das ist schon geil. Das hat richtig geile, das Haushalt, das hat richtig geile Action. Guck mal, da steht sogar 2019. Also ist das Franchise schon ein bisschen her, ne? Guck mal, da gibt es hier verschiedene Scoobies. Ja, ob man die jetzt haben muss, weiß ich nicht. Hier haben wir noch ein paar kleinere Sets. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, die haben ja auch immer so ein bisschen Funktion. Also das mit diesen Apps und so finde ich halt scheiße. Sowas habe ich, ich habe eh kein Internet auf dem Handy und keine Apps und so weiter. Das brauche ich nicht. Aber komm, was ich brauche, ist hier die Figuren. Ich kann sagen, kann man das zum Platzen bringen? Ah nee, die sind sogar perforiert, dass da Luft dran kommt. Ich könnte das ja aufschneiden. Ich habe ja da ein Skalpellding. Aber guck mal, das ist doch super hier. Aha, hier haben wir schon mal die Burgerbrötchen. Boah, ey, das mache ich jetzt aber nicht zusammen, Leute, ne? Dieses Gefummel wieder. Ich sehe doch eh wieder nichts da mit den Augen. So, da haben wir schon mal der Scooby-Doo. Yeah. Ey, stimmt, ich habe noch gar keinen Scooby. Ich habe davor noch gar nichts gehabt. Ich wollte mir erst einen mit so einem Vampir kommen. Der kann sogar den Mund aufmachen. Geil. Schön. Ich stelle die gleich eh zusammen, dass man die nochmal, ne? Guck mal hier. Ja, ist geil. Okay, das leuchtet im Dunkeln. Kann ich euch jetzt leider nicht vorführen, weil es zu hell ist. Aber vielleicht später. Das ist dann... Da, hier wieder. Ist mir jetzt schon öfters aufgefallen, dieses HB hinten, das Copyright. Ach, jetzt weiß ich's. Hanna-Barbera. Ne, klar, Scooby-Doo ist Hanna-Barbera halt. So, der hat auch kein zweites Gesicht. Die Haare sind endlich mal, glaube ich, wieder richtig oldschool. Fühlen sich zwar nicht ganz so hart an, aber das ist fast wieder sowieso wie früher halt, die Zacken hinten, weil es gibt ja nur noch so komische Frisuren. Aber der Monsieur, er könnte auch so ein Karatekämpfer sein hier, ne? Guck mal, mit seinem Brusthaar-Toupet. Der dünne Schnäuzer, auch witzig. Warte mal, dann wird der so hier durchgesteckt. Ja. Gut, ich wollte schon sagen, eine Playmobil-Figur kann die Arme gar nicht hoch machen. Das ist halt nur die Illusion dann halt, ne? Da haben wir den Kopf. Auch geil. Ja, auch geil, sowas in Schwarz. So eine geile Henkersmaske für Playmobil, ne? Das wäre doch mal was. So, jetzt gucken wir mal, ob man den auch irgendwie das Ding vernünftig aufsetzen kann. Ey, das ist aber ganz schön schwerfällig, du. Was ist das denn? Muss man da die Haare abnehmen? Nein. Der wird ja demaskiert. So, jetzt haben wir ihn. Moment mal. Ich bin ein Eierkopf, ne? Geht schon wieder los. Natürlich muss das andersrum, weil, ist das ein Geist mit Brusthaar-Toupee? Er muss natürlich so hier dran. So, zack. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich kann so nie arbeiten. So, wo sind die Augen geblieben? Die Augen, da guckt er jetzt so ein bisschen so daneben, aber ja, schön. Da kommt Scooby, bell ihn wenigstens an, aber Scooby sieht auch immer freundlich aus, ne? Gut, hier haben wir einen Shaggy. Muss man gar nicht zusammenbauen. Ich dachte, das wären jetzt auch vielleicht, dass man den auseinanderziehen kann wie die Blindback-Figuren, ne? Ja, gut, die Frisuren, so, das weiß ich nicht. Also mir gefällt das nicht so, wenn die immer so Frisuren haben. Klar, das ist alles mal ein bisschen... neuer gemacht mit seinem komischen Dingsbart. Die Baggies finde ich auch fürchterlich. Also solche Hosen gibt es ja auch öfters bei so anderen Figuren.
Weil das driftet mir schon zu sehr vom alten Playmobil ab. Auch wenn es schön ist, ne? Also ich habe auch Bock auf die Asterix-Figuren, die jetzt da kommen halt. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. So, was ist denn jetzt hier? Was konnte man hier mitmachen mit dem Stand? Ach so, okay. Und dann steht Scooby irgendwie so da. Auch cool. So, hier haben wir noch Utensilien. Hier, zack, die Taschenlampe. Das ist aber nett, dass man... Oh, da ist noch was drin. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Ach ja, hier. Das meine ich, das ist dieses Tablet, wo dann dieser Aufkleber drauf kommt. Könnte ich ja auch gleich mal bekleben, ne? Damit ihr wieder Spaß habt, wenn ich mich aufrege. So, hier die Taschenlampe. Damit der Geist dann auch dementsprechend schön fluoresziert. Und ja, diese Hundeleine möchte ich jetzt, das möchte ich jetzt gar nicht festmachen, aber eigentlich soll man das Set ja im Ganzen zeigen, ne? Oder? Boah, gleich haue ich die Kamera hier um. Wenn ich jetzt hier so wegrutsche, dann fliegt der ganze Rotz hier rum. So, hier haben wir Belach. Ein Burger Patty. Ah, oh, das ist ja ein Dings hier, die Hundemarke von Scooby. Was ist das? Ach, da muss ich dann das Seil durchziehen. Ja, das mache ich nicht, weil da sind mir meine Nerven doch zu schade für. Was ist das denn hier noch? Was ist das? Ach, das soll Salat? Soll das Salat sein oder so? Kommt das noch in den Burger? Wir hatten ja eine Gebrauchsanweisung, ne? Ich kann ja noch mal eben gucken. Ja, ja. Das gehört hier. Das kommt in den Burger dazu. Das ist irgendwie Salat. Gut, das gehört hier dann auch zu der Hundeleine. Ich frage mich nur. Ach so, wird das dann hier an dem Halsband festgemacht? Oder wie ist das? Ja, jetzt ist hier wieder alles durcheinander. Ich kriege einen am Kopf. Ach so, okay. Das wird Scooby-Doo einfach nur hier so umgelegt. Wie wird das? Ach, das wird zugemacht damit und vorher kommt aber noch das Hundehalsband hier dran. Also die Marke. So. Komm, das probieren wir mal eben. Vielleicht kriege ich das ja noch hin, ne? So, das wird einfach hier so. Einfach ist gut, ne? Ja, so irgendwie. Ja, und dann kann man hier wahrscheinlich auch noch dann das Dings da festmachen. Diese Hundeleine. Komm, das mit dem Stand finde ich auch albern. Ich lasse den Scooby lieber ganz normal, wie es sich für einen Dog gehört, so hinstellen. Ne? Das ist besser. So, eben den Burger noch zusammenbauen. Ach, Kerl, hier ist auch wieder... Hallo? Da gibt es doch nicht hier. Komm noch mal ran hier. Komm ran, ihr habt Hunger. Ihr Burger belegen. Zack, zack. Jetzt haben wir hier drei Löschen. Ja. Ich habe heute irgendwie auch... Das ist ein Gefrickel. Guck mal, das geht gar nicht richtig rein hier. Boah, das musst du richtig heftig drücken, wa? So. Warum ist denn dann... Warum fehlt denn hier was? Verstehe ich nicht so richtig. Ach so, da kann er mit der Hand dann gleich ran. Ah, Logik. Warte mal hier, komm schon, Burger. So. Mal gucken, ob er den Burger auch in der Hand nehmen kann. Ne, kann er ja dann gar nicht. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Ach so, der nimmt den einfach nur so. Ah, wollen Burger essen? Geil. Okay. Ja gut, und hier die Scooby-Snacks. Soll ich das jetzt echt mal versuchen zu... Ja gut, ich habe ja genug Aufkleber. Na, ich habe ja eh diesen Dings doppelt. Ich weiß, man nimmt eigentlich eine Pinzette dazu. Die gehen doch nicht mal ab hier. Hallo? Ach doch, jetzt. Eigentlich soll man eine Pinzette nehmen, ne? Und dann kann man das schön gerade draufkleben. Aber wir machen das mal so wie in der Kindheit. Alter. Das wird doch nix. Ja, komm. So schlecht ist jetzt auch nicht geklebt, ja? Wir haben, außerdem haben wir noch eine Chance. Eine Schanze. Komm schon, ja. Yeah. Wir wollen die Scooby-Snacks, wir wollen die Scooby-Snacks. Aus was sind die eigentlich? Ist das eigentlich normales Hundefutter oder? Ich sehe auch gar nicht jetzt, wie der Abstand zur anderen Seite ist, ne? Alter Belli, also... Ja, hier klebt schon drüber, aber ist egal, das ist wie als Kind geklebt. Kann ich das jetzt nicht noch verschieben? Früher konnte man dann immer... Ja, früher. So, das ist die Scooby-Snack-Tüte.
Ja, komm, dann probiere ich jetzt auch noch hier die Geisterinfo aufzukleben. Ach, guck mal, das ist ja durchsichtig, stimmt. Jetzt muss ich nur eben gucken, nicht, dass ich das verkehrt klebe, ne? So soll das wahrscheinlich drauf. Boah, das haftet auch sofort. Ich habe die Brille aufgelassen, ich sehe das gar nicht. Jetzt reflektiert das ganze Zeug auch noch so wie irre. Ja, es hätte wohl noch ein Stückchen höher gekonnt, aber... ja, schön. Ja, wie gesagt, das mit der Schnur lasse ich jetzt mal und wir gucken uns das jetzt noch einmal so schön in Runde an, ne, wie die aussehen. Und dann ist auch schon Feierabend, dann seid ihr erlöst. Ne, hier gerade noch sehe ich, guck mal, er hat ja hier in den Vorderpfoten zwei so eine Kerbe. Da kann er zum Beispiel die Scooby Snacks nehmen. Das sieht zwar ein bisschen blöd aus irgendwie so, ne, aber zumindest kann er die in der Hand nehmen. Und ja, mit dem Burger wird das wohl nichts, ne? Den wird er nicht nehmen können. Wo ist denn jetzt hier die Kerbe? Ja, das geht ja nicht. Wieder so rum. So rum vielleicht? Ne, das wird nichts. Also er kann halt nur diese Rundteile dann reinnehmen, ne? Dementsprechend auch irgendwelche Waffen oder was auch immer halt. Das wäre das, ne? Können wir mal gucken, ob wir hier das. Ja, das Geisterding fällt eh immer ab. So, da ist die Leine. Ein bisschen näher können wir noch rangehen. Komm, ich lasse sie einmal so rotieren. Das ist schön. Ja, wie gesagt hier, ne? Schaut nochmal. Mund zu. Kopf bewegen. Das ist eigentlich dieselbe Dings immer wie früher bei den alten Pferden von Playmobil halt, ne? Hier hat er noch ein Print drauf. Ach so, guck mal, ja klar. Er kann natürlich, wenn er Scooby Snacks sieht, kann er natürlich hier mit dem Schwanz wedeln auch, ne? Und ja. Könnt ihr ihn jetzt auf die Hinterbeine stellen und damit das dann halt nicht umkippt oder er zumindest ein bisschen mehr Stand hat, haben wir halt hier, ne? Zack. Sehr schön. So, den Burger nochmal etwas aus der Nähe. Ja, hier kann man dann mit der Hand reingreifen. Schön. Die super professionell geklebten Scooby Snacks. Beidseitig natürlich bedruckt, also beklebt. Dann haben wir hier die Geister-Info-Dings. Ich höre gerade schon wieder was trapsen bei mir. Das ist ganz schön spooky. Ich hatte das letztens ja schon bei so einem Video, dass in dem Kamin hier, also im Kamin-Schornstein, wie man das nennt, in der Wand die ganze Zeit was rumkrabbelt. Ich denke, da sind Eichhörnchen, die haben sich da eingenistet. Ich dachte erst, die wären bei mir in der Couch und hätten sich da reingefressen. Das hört sich halt immer so an, als wären die unter der Couch. Ich weiß nicht, vielleicht sind die wirklich unter der Couch. Aber dann weiß ich nicht, wie die überleben können, jetzt schon seit einer Woche. Ja, hier dann einmal, zack. Ich bin gar kein Geist. Ja, komm, dann zeige ich euch die Figur jetzt auch nochmal im Ganzen. Ja, dann kannst du ja hier einfach zack. Eigentlich finde ich das Ding so auch cool. Ja, guck mal, so ist der Geist doch geil. Der kleine Geist hier, so ein kleiner Kasper. Da haben wir den Karatemeister mit seinen silbernen Schuhen. Auch toll. Und ja, hier Shaggy, der supergeilen Friese, Taschenlampe am Start. Was soll ich so machen, ne? Ach, wie auch immer, ich weiß es nicht. Komm, hier kannst du ihn noch mit den Geist mit Scooby Snacks. Das ist natürlich auch toll, ne? Dass man das jetzt nicht so, ich kann das nur so halten, dass man das irgendwie so macht. Ja. Aber ist Playmobil, ist ja nicht schlimm, hat uns als Kinder früher auch nicht gestört. Es ging trotzdem immer irgendwie, dass man damit vernünftig spielen konnte halt, ne? Also, super. Ja, komm, Scooby, finde ich besser so, weil wenn er so auf allen Vieren läuft, auf zwei Beinen läuft, finde ich gar nicht so cool. Ne? Und ja. Ja, that's it. Und, ach so, ich sage euch nochmal von Face-to-Face Tschüss, ne? Ja, das war hier die, wie heißt sie, die 70287 Scooby-Doo mit Geist und Shaggy. Sehr geil. Ja, leuchtet im Dunkeln. Und ja, das war's. Wieder ein kleines Playmobil. Und nächstes Mal mache ich, glaube ich, mal wieder so Oldschool-Playmobil. Ja, hier hinten noch in der Ecke seht ihr jetzt nicht, ne, diesen Fernseh-Television-Übertragungswagen, den ich als Kind auch hatte. Und das Fernsehteam habe ich ja mittlerweile auch komplett. Und ja.
dann kann ich euch das nächste Mal präsentieren. Aber wir haben auch noch ohne Ende Blindbags. Und ich sehe gerade noch was. Ich habe hier noch ein Gespenst. Wartet mal eben, das zeige ich euch hier. Und zwar dieses Package hier, die 70128 Playmobil 123. Guckt mal, auch mit einem Gespenst. Voll geil. Ich zeige euch die mal. Ach, hier haben wir auch so ein kleines Heftchen. Das ist auch super. Ja, jetzt ist der Stuhl da hinten im Hintergrund, ne? Da ist halt auch alles so Zeug drin. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber ich wollte euch nur mal eben diese Figuren zeigen. Guckt mal hier. Noch ein kleines Gespenst und ein Ritter. Das Interessante ist, dass man bei den Kinder, also hier für die 1, 2, 3 Pimo, du kannst den Helm nicht abmachen, du kannst die Arme nicht bewegen, du kannst also gar nichts bewegen. Ich meine, klar, Kleinteile wahrscheinlich, ne? Kinder verschlucken das, nehmen das im Mund. Aber den Geist finde ich echt klasse. Ich hoffe, den finde ich mal auf dem Trödel, weil den werde ich mir dann auch picken halt. So, das war es jetzt aber auch. Ich verabschiede mich jetzt. Danke fürs Zugucken. Bleibt gesund. Geistert weiter hier bei mir auf dem Kanal rum und ja, viel Spaß sonst noch und ja, gehabt euch wohl. Feierabend gesagt. Hui!